Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Komm mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade. So steht das im Hebräer Kapitel 4. Und das möchte ich dir heute sagen. Und dann heißt es weiter, dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott weiß, was du brauchst und er kommt nicht zu spät. Vertraue ihm deine Anliegen an. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema, das Feuer des Heiligen Geistes. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Das Feuer des Heiligen Geistes. Wir haben gerade Pfingsten erlebt und ich war so begeistert von dem Feuer, als ich in Pfingsten darüber sprach und möchte heute auch so ein paar Impulse weitergeben. Das Feuer ist etwas, wo verändert. Und die Veränderung, die brauchen wir. Sonst sind wir nur ein Christ, der Namen hat und sonst sich nichts groß bewegt. Ja, und wir wissen, wenn Feuer wohin kommt, verändert es. Es bleibt nichts, wie es war. Und da gibt es auch dieses Feuer. Es ist auch ein verzehrendes Feuer. Das heißt, alles, was irgendwo brennbar ist, alles, was nichts taugt, wird verzehrt. Zum Beispiel Hass, Neid, Eifersucht. Du darfst dieses Feuer zulassen. Du kannst auch sagen, ich möchte dieses Feuer des Heiligen Geistes nicht haben. Es wird dir nicht aufgedrängt. Aber wenn du es hast, ich sage dir, es ist wirklich eine Kraftquelle und das Feuer, das auch reinigt. Und das kann man sehr gut vergleichen mit Gold. Und ich habe da so ein Bild, wo ganz alter Schmuck praktisch in einen Tiegel geworfen wird, der sehr heiß ist. Und da kommt aller Schmutz raus, aller Schweiß, aller Dreck von diesem Schmuck. Und es wird wieder ein sehr wertvoller Goldklumpen, und wo man wieder was ganz Tolles draus machen kann. Alle Unreinheiten, alles kommt raus. Und das ist wichtig, wenn wir das zulassen, wenn wir wirklich, das ist heiß und wir müssen uns von dem ganzen Mist trennen. Und ich sag dir auch, vergrab nicht deinen Müll, vergrab nicht all das, was du sagst, ach ja, das ist nicht so gut, vergrab es nicht, sondern lass es wirklich im Feuer verbrennen. Und im Feuer ist Vergebung, in dem heiligen Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich sag dir, das, was vergeben ist, ist viel besser wie das, was vergraben ist. Denn alles, was wir vergraben, kratzt irgendjemand wieder auf, macht irgendjemand wieder, holt es raus und es fängt wieder von Neuem an. Aber alles, was weg ist, ist weg. Danke, Herr, für jeden, der es zulässt, dass das Feuer reinigt, dass das Feuer auch allen Mist verbrennt, der weg ist, unwiderruflich weg ist. Und ich danke dir dafür, für jeden, der dazu Ja sagt, das Feuer des Heiligen Geistes zu erleben in seinem Leben, diese Reinigung zu erleben, dieses Verändern zu erleben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und bevor wir hören, was Gott getan hat im Leben so vieler Menschen, wollen wir noch beten für die Anliegen, die eingegangen sind. Und ein Mann schreibt uns um Gebetsunterstützung für seine Leiste. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für euren Dienst. Vor circa 8 Jahren wurde ich an der linken Leiste operiert. Es wurde ein Kunststoffnetz in die Leiste eingesetzt. Seitdem habe ich Beschwerden. Zurzeit ist es ganz schlimm. Ich kann kaum gehen. Ich bitte um Gebet für Heilung meiner Leiste. Vielen Dank. Und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der solche Beschwerden hat in seiner Leiste. Und ich danke dir, dass du diese Leiste berührst, dass all die Knochen, Sehnen, Muskeln, alles wieder in Funktion kommt, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass er wieder ganz gesund sein darf. Danke, Jesus, dass du alles ans Kreuz gebracht hast. Und wir sprechen Gesundheit hinein in diesen Leib. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Und eine Frau bittet um Weisheit für finanzielle Probleme und sie schreibt, bitte um Weisheit und übernatürlichen Frieden in unserer momentanen finanziellen Lage. Um Geduld und Glauben, dass Gott alle Dinge zum Besten wenden kann. Herzlichen Dank. Ja, Jesus, und du wendest alle Dinge zum Besten. Und wir danken dir einfach für diese Familie, dass du die Finanzen kennst, wo sie gerade Schwierigkeiten haben. Und ich danke dir, dass du da mächtig eingreifst, dass du Türen auftust, wo man jetzt noch keine sieht, aber du hast sie. Und wir danken dir einfach, dass du diese finanzielle Schieflage in Ordnung bringst und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Du hast eine Lösung auch für dieses Problem. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen. Vertraue Jesus deine Probleme an und schreib uns. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen schreibt eine Frau. Liebes Team, ich bitte um Gebetshilfe für mich. Bei mir muss eine Darmspiegelung gemacht werden, da ein Befund nicht in Ordnung war. Ich bitte unseren himmlischen Vater, hier einzugreifen, dass alles gut ist. Ich bete dies im Namen Jesu. Amen. Oh Herr, danke. Du kennst dieses Anliegen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, auch da mit dabei bist bei dieser Darmspiegelung. Und ich danke dir dafür, dass da alles gut ist und gut geht. Und Herr, nimm auch dieser Person die Angst. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass du der Helfer bist, dass du der Heiler bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für die Tochter und für sich selber, schreibt eine Frau. Liebes Missionswerk, ich habe folgendes Gebetsanliegen. Bitte beten Sie für meine Tochter, dass sie einen guten Praktikumsplatz in Athen findet. Sie hat ihr Studium beendet und sucht einen Praktikumsplatz bei einem Rechtsanwalt. Bitte beten Sie für mich, dass die Krankheit weiterhin ruht und dass ich die richtige Therapie bekomme. Vielen Dank für Ihre Gebetsunterstützung. Ist das nicht wunderbar, dass wir zu Gott kommen dürfen für diesen Ausbildung, Praktikumsplatz und auch für Krankheitszeugen? Und danke, Herr, dass wir dir das genauso hinlegen dürfen, wie wir es erhalten haben. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du der Herr bist, der auch eine Möglichkeit schenkst, Herr, für diesen Praktikumsplatz, Herr, dass es genau das Richtige ist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du auch der Heiler bist und Herr, nicht nur die Therapie, sondern Herr, berühre du, heile du. Und ich danke dir dafür, Herr, durchströme du diese Person mit deiner Heilungskraft. Vater im Himmel, wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Und nun habe ich noch Zeugnisse mitgebracht und bei Gott ist nichts unmöglich. Das schreibt ein Ehepaar aus der Schweiz und sie freuen sich riesig. Und da heißt es, wir sind Gott so dankbar, was er für unsere Ehe getan hat. Die Chancen, schwanger zu werden, wurden bei meiner Frau als sehr gering eingeschätzt. Doch bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. So dürfen wir jetzt nach 10 Jahren Ehe endlich einen gesunden, quicklebendigen Sohn in unseren Armen halten. Vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. Ja, für Gott ist nichts unmöglich und wir freuen uns mit diesem Ehepaar. Eine Frau aus Berlin hat Wunderbares erlebt. Sie schreibt, vor einem Jahr hatte ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ich habe euch 2-mal mein Gebetsanliegen geschickt und immer ermutigende Post von euch bekommen. Die glaubensstärkenden Predigten habe ich mir angehört und war online bei der Gebetsnacht und den Heilungstagen dabei. Alles hat mir sehr geholfen. Ich habe Gott für meine Heilung vertraut. In der letzten Woche hat meine Ärztin bestätigt, dass ich vom Brustkrebs geheilt bin. Stundenweise bin ich jetzt wieder an meinem Arbeitsplatz. Es geht jeden Tag besser. Danke, Jesus, und von Herzen auch euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Gottes Eingreifen ist wunderbar. Glauben und Gottvertrauen, so schreibt diese Frau aus den neuen Bundesländern.
Zum ersten Mal halte ich das Magazin Freude am Leben in meinen Händen. Ich finde es sehr ermutigend. 8 Jahre war ich alleinerziehend mit 3 Kindern. Es war oft schwer. Ich hielt mich an die Zusage Gottes, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine sei, und ich bat ihn um einen Mann. Im Glauben kaufte ich mir ein weißes Leinenkleid. Im letzten Jahr ist ein großes Wunder geschehen. Gott hat mir einen wundervollen Mann geschenkt. Ich bin Gott so unendlich dankbar und glücklich. Ja, und da freuen wir uns auch mit. Schmerzen verschwunden, folgendes Zeugnis erhielten wir. Ich hatte einen Tumor im Gesicht und große Schmerzen. Vor 2 Wochen bat ich freitags um Gebet. Am darauffolgenden Sonntag floss plötzlich, kurz vor Beginn der Live-Übertragung des Gottesdienstes, viel Eiter ab und die Schmerzen waren weg. Gott hat wirklich wunderbare Möglichkeiten einzugreifen und Lösungen zu finden. Ja, diese Zeugnisse sind wieder wunderbar und es bestätigt auch das, was wir immer wieder erleben. Die eine Frau, die schon ein Kleid gekauft hat, bevor sie einen Mann hatte, das finde ich toll, wirklich den ersten Schritt zu machen, den Schritt, einen Glaubensschritt zu machen und nicht einfach zu warten, mal sehen, Herr, was tust du? Es ist so wunderbar, wenn ihr uns eure Erhörungen schreibt und es ermutigt uns, es macht uns eine Riesenfreude hier, diese vorzulesen und es auch nachzuerleben. Schreibe es uns auf die WhatsApp-Nummer oder die anderen Kontaktdaten. Ihr habt ja die alle, es sind eingeblendet. Wir würden uns riesig freuen. Ja, ich habe von dem Feuer gesprochen, dem Feuer des Heiligen Geistes. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und überleg dir, ob dieses Feuer in dir brennt. Ich meine nicht, ob du Christ bist, sondern ob das Feuer des Heiligen Geistes in dir brennt. Ob du wirklich feurig unterwegs bist, wenn nicht, überleg dir, ob du dich entscheidest, dass das Feuer so richtig dich durchdringt. Und bete zum Herrn und sage, Herr, fülle mich neu mit deinem Feuer. Und ich sage dir, er wird's tun. Ja, und wenn du Gebet brauchst, dann darfst du uns dein Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Unser neues Magazin ist erschienen. Wenn du es noch nicht hast, kannst du es gerne kostenlos bei uns bestellen. Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.